Rebecca Friese möchte wissen, inwiefern besteht denn die Gefahr eines Magerwahns, wie etwa bei den Skispringern? Ja, ich glaube, die Gefahr besteht nicht. Klar sind wir irgendwo am Limit und nächstes Jahr wahrscheinlich müssen wir das Limit noch ein bisschen weiter pushen und drücken, aber irgendwo geht es dann auch an die Gesundheit und man muss ja auch bei gesunden Kräften bleiben, weil das Fahren kostet schon ein bisschen Energie und Kraft. Von daher denke ich, muss jeder für sich da die gesunde Balance finden, aber ich denke, ich habe die schon gefunden. Shadow Princess möchte wissen, was war der bisher emotionalste Moment deiner Karriere? Der emotionalste Moment meiner Karriere? Da gibt es einige Höhepunkte, einige schöne Momente. Ich denke, wenn man eine Meisterschaft gewinnt am Ende eines langen Jahres, was in der Formel 3, in der Formel BMW, in der GP2 der Fall war, das sind immer ganz schöne Momente. Aber ich glaube, jetzt auch die jüngsten Erfolge, gerade in Korea nach dem Rennen, diesen vierten Platz, der hat sich mit Sicherheit auch ein bisschen angefühlt wie ein Sieg für uns. Von daher war es da auch sehr schön und emotional. Maike Georg möchte wissen, ziehst du an deinem Privatauto selbst die Winterreifen auf? Und wenn ja, wie lange brauchst du dafür? Es liegt an, dieses Jahr musste ich es nicht machen. Da wurde es gemacht, als ich jetzt in Asien war. Ich glaube, letztes Jahr habe ich selber mit Hand angelegt. Nicht ganz alleine, hatte ein bisschen Hilfe, aber habe mitgemacht, habe mir die Hände auch dreckig gemacht. Weiß ich nicht, es ging relativ flott.